Hallo meine Lieben da draußen. Ich habe gestern meinen Aufräumtag gehabt und mir fiel ein, dass ich auf jeden Fall nochmal für euch meine Schminksammlung updaten wollte. Und Schmucksammlung. Und ich finde zu Schmuck, weil Schmuck ja auch zu den Accessoires gehört, gehören Schals und Gürtel auch zu den Accessoires. Und da ich euch bei Instagram gestern ein quasi Do-It-Yourself von mir gezeigt habe, wollte ich euch das nochmal live und gefilmt zeigen. Und das seht ihr nämlich auch hinter mir. Und ich werde euch dazu jetzt etwas erzählen und ich hoffe, ich muss nicht so laut brüllen, weil ich ja jetzt noch relativ nah an der Kamera bin und gleich da hinten stehe. Also ihr seht jetzt hier dieses Gitter. Das ist eine Packschublade von dem Schrank, also von dem Ikea-Schrank. Die konnte man dann immer so rausziehen. Die haben wir leider irgendwie zu viel gekauft, beziehungsweise die gab es zu viel dazu. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war die übrig und die braucht mir nicht mehr. Und dann dachte ich mir gestern an meinem Aufräumtag so, du brauchst noch irgendwas, wo du deinen ganzen Kladderadatsch hinhängen kannst. Und genau das habe ich halt auch gemacht. Ich habe das Ding hier aufgehängt und war erst so mit den Gürteln am Machen. Und deswegen habe ich die hier auch dran gehängt. Ich habe die einfach einmal so geknotet, wie ihr das sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier könnt ihr einmal. Den habe ich damals bei einer Chinohose von H&M mitbekommen. Das ist so ein Leder-Imitatgürtel. Dann habe ich hier so einen roten von Primark. Der ist in so... Was ist das für ein Leder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so eine Lederoptik. Finde ich auch ganz schön. Hier seht ihr noch die Schnalle. Die olle Schnalle. Dann habe ich einen von Primark, glaube ich, ist der. Der hat so goldene Nieten dran. Und hier seht ihr nochmal die Schnalle. Der ist in so Creme und auch Lederimitat. Dann habe ich zu einem Kleid, was mir allerdings viel zu groß war, und der Gürtel ist auch ellenlang, damals einen Ledergürtel bekommen. Den kann ich mir zweimal um Hüfte machen, wahrscheinlich, oder um Taille. Taille. Und der klappert immer so. Ich glaube, der war auch von H&M. Dann habe ich noch einen von Primark. Den habe ich mir mit der lieben Jenny jetzt letztens erst gekauft. Und den finde ich super schön. Hat hier halt so zwei Pfeilspitzen als Laschen. Und dann so ein... Ja, es ist so gold angehaucht, aber ein bisschen bronzig drin. Dann habe ich noch einen von H&M. Der ist... Ich finde, der ist irgendwie maritim angehaucht. Weil die Ösen hier, die erinnern mich an so Bullaugen... Von einem Schiff. Ja. Und dann habe ich noch so einen eher country-mäßigen Gürtel. Der hat hier so schöne Verzierungen drauf. Hier ist er natürlich schon ein bisschen gebraucht, sieht man den. Aber wenn die Schnalle da drum ist, dann sieht man das nicht mehr unbedingt. So, das sind meine 7 Gürtel. Die zeige ich euch auch nochmal so. So hängen die da dran. Und jetzt geht's an meine Tücher. So, und darunter habe ich dann meine Tücher. Das sind, also hier oben habe ich wirkliche Schals, die relativ dick sind, hingelegt. Und also es ist ein bisschen abschüssig hier, aber die bleiben drauf liegen. Und hier habe ich dann meine Tücher. Ich habe die einfach willkürlich angeordnet. Also habe mir nichts dabei gedacht. Und die zeige ich dann auch nochmal von Neuem und von Namen. Und ich versuche euch so ein paar, versuche euch zu sagen, woher ich die habe, weil einige sind auch schon etwas älter. So, jetzt haben wir hier unten die Tücher, aber ich fange mit den Schals an. Da hängen jetzt die Gürtel vor, aber also es ist hier kein Turban, das ist ein Schal, es sind so zitronengelb. Dann kommt, also der hat auch, er ist auch ganz normal vom Material und das ist Baumwolle. Dann haben wir hier mit so ein paar Verzierungen drauf, ich weiß nicht, ob ihr das hier ein bisschen sehen könnt, einen schönen quietschgrünen Schal. Dann
Also die haben alle diese Troddeln dran, der hier auch, der gelbe. Dann kommen wir hier zu einem Orangen. Hier sieht man diese Verzierung oder Ornamente total gut drauf. Und dann noch ein Petrolblauen. Der hat auch so ein Muster drauf. Ja. Und jetzt mein Tyjon. Das hier habe ich meiner Mama mal abgeschwatzt. Verständlicherweise. Ich finde es super schön. Kann ich das einmal ein bisschen ausgebreiteter zeigen. So, also es ist voll das neutrale Ding, aber hier sieht man so ein paar Blüten. Und es hat rosa, grau und braun innen drin. Und hier nochmal so eine Feder angedeutet. Und das finde ich super schön. Dann habe ich hier, also das hat meine Mama von Primark von vor 3 Jahren, glaube ich. Das hier habe ich aus dem Primark aus Februar. Das ist so ein, das ist kein Sleeve, also kein Loopschal. Das hier auch nicht. Das ist, hat 2 Enden. Und auf der einen, also es ist halt so geteilt. Seht ihr das? Hier unten sieht man das. Es sind Schwalben drauf, dunkelblau und auf weiß und weiß auf dunkelblau oder so hellblau-grau ist das. Finde ich auch total, total, total schön. Dann kommt meine Blumenwiese. Das hat auch 2 Enden. Also ist ein ganz normaler Schal. Und hier ist so ein bisschen Gummizug drin. Und der ist super weit, also den könnt ihr richtig schön um euren Hals knütteln, wenn es im Sommer mal ein bisschen kälter wird. Aber der ist auch schon echt alt. Ich glaube, 3 Jahre ist der. Aber der hat so schöne Farben. Ich liebe ihn. Dann kommen wir zu dem Schal, den ich jetzt gerade im Intro anhatte. Den habe ich euch hier extra nochmal hingehängt. Das ist der mit den Federn. Den habe ich von H&M. Den hier auch. H&M? Ja. Ja. Nee, von Madonna habe ich den. Hier ist ein Haar. Und der ist halt mit so Federn drauf. Ein super schöner Herbstschal, aber da er heute zu meinem Outfit gepasst hat, habe ich ihn einfach mal angezogen. Also der hat hier so ockerfarbene Federn, dann pinke und auch so dunkelgraue Federn hat er drauf. Das ist ein Loopschal. Zum nächsten Loopschal kommen wir auch. Den habe ich auch von Madonna. Der hat ganz verschiedene Sachen drauf. Also das hier sind meine Prilblümchen, sage ich immer zu denen. Dann ist hier so, ja, so dschungelmäßig. Es erinnert mich immer irgendwie an die Azteken. Keine Ahnung, fragt mich nicht warum. Ich bin ein bisschen komisch. Und hier unten hat er dann nochmal so ein anderes Muster. Also könnt ihr den so drehen, wie ihr wollt. Und ihr habt immer ein anderes Muster. Und er sieht nicht langweilig aus. Dann kommen wir zu meinem Eulenschal von Primark. Der hat auch 2 Enden und ist so ganz, ganz hellgrau. Ein ganz leichter Stoff. Die fühlen sich übrigens alle gleich an. Ich kann keine so Polyester und komischen sich anfühlenden Schals haben. Ich habe immer irgendwelche, die sich wirklich weich anfühlen. Also das ist so ein hellgrauer Stoff und hier ist eine dunkelgraue Eule drauf. Und das zieht sich auch durch den ganzen Schal. Der nächste Loopschal ist auch von Madonna und ich liebe ihn. Den habe ich euch schon bei meinen Lieblingen im März gezeigt. Das ist so ein Totenkopfschal und hier habt ihr einmal so einen Totenkopf, der ist ein bisschen farbiger. Also hier so ein dunkelgrün und ein Petrolblau und noch so ein Ocker drin. Und es gibt aber auch schwarze Totenköpfe, wie der hier jetzt zum Beispiel. Der ist dann mit so Flower Print. Und ach, den liebe ich auch total. Dann kommen wir zu einem, auf den bin ich jetzt nicht mehr so scharf momentan. Das ist ein Union Flag, also englische Flagge ist da drauf. Ist englische? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich glaube schon. Und der ist ja in den Farben Rot, Blau und Weiß gehalten. Ist ein Loopschal und den habe ich, glaube ich, vom Primark. Aber ist schon länger her. So sieht der aus. Und dann kommen wir zu einem Bijou Brigitte Schal. Der ist auch, das ist ein Dreieckstuch. Genauso wie der erste, den ich von meiner Mama geklaut habe. der läuft hier unten total schön aus und ins Schwarze. Und dann hat er oben weiter, weiß ich nicht, so ein Puma-Print
Leo, Zebra, alles durcheinander. Und ja, an den Enden und an den Außenseiten hat er halt dieses Schwarze. Hier seht ihr das nochmal. Auch ein richtig schickes Ding. Das waren meine Schals. Und jetzt kommen wir zu Kettenarmbändern und all sowas. So, jetzt haben wir hier mein Schmucktisch. Ja, hier unten ist nichts Tischmäßiges, Schmuckmäßiges drin. Aber hier oben drauf findet ihr meinen Ohrringständer. Den kennt ihr auch schon aus meinem ersten Schmuckvideo. Da oben ist ein Spiegel, den ich selber mit den Rosenblättern verziert habe. Einmal mich. Dann haben wir hier unten ja, so ein Dingens, wo ich meine ganzen Haarklammern aufbewahrt habe. Da ist dann noch so Schmuck, so alte Ringe, die ich ausrangiert habe. Da oben drüber seht ihr, ja, ganz, ganz klein. Jetzt zoome ich euch mal ran. Da ist so ein Ohrringkästchen, wo ich meine Steckerohrringe drin habe. Zeige ich euch gleich nochmal. Hier ist ein bisschen Chaos von den Armreifen, weil dieses Schubladending erst da stand und da meine Ringe, Armreifen drauf waren. Und hier seht ihr ganz neu für euch, aber nicht mehr für mich, mein Armbandhalter. Wir fangen von links nach rechts an, so wie wir auch lesen. So, da haben wir, ich hoffe, es wackelt nicht zu sehr, ich hoffe es einfach so. Hier habt ihr meinen Ohrringständer. Die meisten kennt ihr schon. Ich zeige euch das nochmal von nahem. Vielleicht habt ihr ja Lust, irgendwie mal was nachzukaufen. Da oben ist ein Ring noch dran. Die finde ich total schick. Habe ich aber noch nie ausgeführt. Und dann haben wir hier so ein paar Federsachen. So ein Hängekladderadatsch. Also das sind alles Hängerohrringe. Und ja, hier habe ich noch zwei Haarbänder. Die ich auch ganz toll finde. Hier oben so eine Surferkette, nenne ich sie immer. Den gab es bei Claire's für 10 Euro. Dann kommen wir hier, das ist noch ein Haarband. Hier sind noch zwei Paar Ohrringe. Ich habe jetzt gerade nicht für euch aufgeräumt, das musste nicht sein, finde ich. Meine liebsten Ohrringe von meinen besten Freundinnen. Das sind diese Gliederohrringe, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Muss ich auch gleich nochmal aufhängen. Dann ist hier Bauchnabelpiercing, liegt hier rum, dann noch so ein paar Fake-Studs und hier sind dann durchsichtige Haarbänder. Also das ist mein Haarkram hier. Im Badezimmer habe ich auch noch ein bisschen was und das ist halt so meine Reserve dafür. Habe ich hier noch ein paar Ohrringe, die kommen da rein. Hier ist meine Fossiluhr, die habe ich vor einem Jahr von meinem Freund und meinen Eltern zum Geburtstag geschenkt bekommen. Jetzt wisst ihr auch, wie viel Uhr das ist. Ja, ja, ja. Die ist in so Lederbandoptik. Hier ist sie schon gut. Hier ist sie ein bisschen angelaufen, aber das bleibt nicht aus, wenn man sie tagtäglich trägt. Und so sieht die dann aus. Man hat hier die typischen Fossilglieder. Dann geht es hier zu meinem durchsichtigen Ohrring-Aufbewahr-Dingens. Hier habe ich halt so schwarze Ohrringe. Da habe ich schlichte silberne Ohrringe. Hier zum Beispiel diese finde ich ganz toll, so Vogelnester sage ich dazu immer. Oder auch hier die da, die Schleifchen. Dann habe ich hier Silberohrringe, aber mit vorne was drauf. Zum Beispiel die hier von Primark, diese Türkisen. Oder auch solche hier von C&A, also Six haben die ja im C&A bei uns. Oder einfach eine solche. Daneben habe ich dann noch irgendwie, weiß ich auch nicht, so komische, also was heißt komische, aber die zu nichts gepasst haben. Einmal diese silbernen hier mit einem rosa Katzenauge ist das, glaube ich. Und dann noch diese Pfeilspitze von H&M. Dann habe ich hier so Kettenanhänger und sowas oder kaputte oder einfach nur diese Anstecker da. Hier habe ich dann so Perlensachen. Die kommen übrigens da rein. Hier habe ich so Perlensachen und Perlen und Glitzer, wie diese Ohrringe hier zum Beispiel. Oder auch ganz große Perlenstecker. Achso, ja, seht ihr? Perlenhänger. Hier haben wir dann Perlenstecker. Da. All sowas. Hier habe ich meinen goldenen Stecker-Ohrringe, also hier die
Zum Beispiel, oder da das Eulchen oder diese Kreolen so, da. Und dann habe ich hier noch solche, ja, wie, keine Ahnung, wie nennt man sowas denn? In anderen Farben und so spezielle, zum Beispiel hier noch meine Eule. Man merkt gar nicht, ich bin Eulen-Fan, nein. Das war so ein 6er-Pack mal von H&M. Hier ist ein Eichhörnchen. An meine bayerischen Leute, es ist ein Orchkatzel. Ne? Juli und so. Und so. Orchkatzel. Und der Schweif, oder der Schwanz, heißt Orchkatzelschwurf. Hat mein Papa mir gesagt. Er wohnt ja jetzt seit Dezember unten in München. Und hier ist ein Hasal, ein Häschen. Fokus, siehst du mal. So. Hier nebendran seht ihr dann mein Duttkissen. Benutze ich leider nicht so, weil ich irgendwie Dutz bei mir nicht so schön finde. Und diese ganzen Bobbypins da rein getan. Hier drin habe ich Mini-Klammern in schwarz. Und dann habe ich hier meine Sammlung von Armreifen. Die hat sich nicht mehr vergrößert, die hat sich, glaube ich, eher verkleinert. Hier habe ich einen mit Stoff umwickelt, mit so Rosen und Blumen. Dann habe ich den, den ist mein Liebling. Ich finde den so schön, weil er so alt aussieht einfach. Aber er riecht nicht so gut. Den habe ich mal von C&A, von New Yorker geholt. Den fand ich ganz cool, weil der so viele Farben hat. Den kann man zu vielem kombinieren. Dann habe ich noch so einen zweiten Stoffarmreif. So sommerlich. Nett. Hm? Wisst ihr? Und dann habe ich noch so einen korallfarbenen, den mag ich auch super gerne. Allerdings ziehe ich die nie im Büro an, weil die irgendwann kleben, die, wenn es warm ist. Oder wenn man selber ein bisschen, weiß nicht, schwitzt oder so, dann kleben die voll am Arm. Und zum Schreiben oder zum Tippen sind die auch nicht wirklich prädestiniert. Das hier ist so ein Set, das habe ich mir mal von Teddy gekauft. Das passt hier ganz gut hin, fand ich. Also es ist etwas chaotischer und nicht so aufgeräumt wie bei der Nora York City zum Beispiel. Ich bin halt jemand, der in solchen Sachen das Chaos beherrscht. Und dann haben wir hier mein Armreifehängerchen. Hier oben sind noch zwei Haarteile. Das ist einmal hier so eine Rose, die man entweder als Haargummi oder als Brosche nehmen kann. Und dann habe ich hier noch eine Brosche oder als so Clip. Ich weiß nicht, hier seht ihr den Clip. So ein buschiges. Und dazu passt natürlich auch voll schön mein Armreif. Dann haben wir hier unten, habe ich so versucht, ein bisschen nach Farben zu sortieren. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Hier an der Seite habe ich so dunklere Farben. Hier ist das so ein Totenkopf-Armband. Das ziehe ich aber nicht häufig an, weil es im Büro halt nicht so gut kommt. Dann darunter habe ich so ein lilafarbenes Armband. Hier habe ich dann so grün-türkise Armbänder. Dann das erinnert mich immer an altes Porzellan. So ein Armband. Aber das wollte ich hier eigentlich hinhängen. So. Hier habe ich dann meine goldenen Sachen. Ich sortiere schon mal mit euch meine Gold. Und dann habe ich hier noch so einen Armreif mit einer Schleife. Hier ist das dann zu Holzperlen in rosa. Und hier kommen dann meine ganzen Perlensachen, außer das hier jetzt. Das kommt dahin. Perlen, 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 Perlen. Das hier mit dem goldenen ist zum Beispiel von Primark. Dann habe ich hier unten, mein Arm wird schlapp. Mein zum Beispiel Nomination-Armband, da habe ich so ein paar, wie jeder es hatte, ein paar Symbole drauf, die irgendwas in meinem Leben bedeutet haben. Zum Beispiel der Eiffelturm jetzt hier. Der bedeutet mir ganz viel, weil ich mit meiner Mama in Paris war. Dann hier so ein gefaktes Pandora-Armband, was ich aber super schön finde, aber leider schon angelaufen ist. Und dann darunter, fast passend zu meiner Gliederkette, dieses Armband. Das klappert aber total. Und das hasse ich, wenn ich irgendwo auf der Arbeit bin. Und meine Kollegen würden mich auch erschlagen. Dann habe ich hier nochmal ein bisschen grün mit Gold. Hier, das ist ein super schönes Armband, finde ich. Das erinnert mich auch wieder so an Schmuck der Inkas oder Mayas oder sowas. Hier noch eins und da noch eins. Hier unten ist ein Rosenkranz. Und nicht, weil ich hipper Gangster bin, sondern weil ich glaube,
Dann habe ich hier so braun. Das ist die, hier dieses Eulenarmband, ist das Armband von mir und meiner besten Freundin. Und das finde ich auch total schön. Hier ist nochmal so ein goldenes, braunes Kettchen. Und hier unten drunter, das weiß ich nicht, erinnert mich immer an so prunkvolle Kirche. Deswegen ziehe ich das nicht an, weil ich das irgendwie ein bisschen überladen finde. Dann habe ich hier nebenan dunkle Sachen. So schwarze Armband, so Perlendinger. Dann habe ich hier nochmal ein Freundschaftsarmband von mir und meiner besten Freundin. Und das ist ein total tolles Armband. Das gab es mal bei Tchibo und das hat mir die Mama von meinem Freund zu Weihnachten geschenkt. Richtig schön fand ich das. Und hier habe ich nochmal so ein Statement-Armband. Fand ich echt cool. Habe ich mir bei so einem Outlet von Bijou Brigitte gekauft. Und hier neben hängen ganz lange Ketten. Da. Da ist zum Beispiel so eine Teetasse und hier unten hängt dann die Teekanne. Da, oder diese Kette, die ich euch letztens auf Instagram gezeigt habe. Mit so einer Schwalbe oder einem Schmetterling. Und dann so vielen kleinen Sachen. Und dann noch ein paar andere Ketten. Das muss ich mal enttüdeln. Aber, ja. So wie es aussieht, war es das jetzt von meinem Schmuck. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Und ich sage tschüss. Und schreibt mir noch mal was, oder postet mir auf Instagram am besten, welches euer Lieblingsschmuckstück ist. Da würde ich mich voll drüber freuen, weil mich das natürlich interessiert und auch inspiriert. Bis dann, meine Süßen. Tschüss.